Moin, hallo und willkommen zurück zu Day of the Tentacle in der Remastered Edition. Ich bin hier noch am Kämpfen. Ich weiß nicht, ob das der Endkampf jetzt langsam ist oder sowas hier. Ich bin in der Vergangenheit und ein Monster und muss zusehen, dass ich den Pupu und Tentakel aufhalte. Ich habe natürlich nichts mehr dabei. Kann ich Fernseher anmachen? Das ist richtig. Ein wahnsinniger 4000-karätiger Diamant für die lächerliche Summe von 2 Millionen Dollar. Rufen Sie jetzt an. 1800 Star Wars. Rufen Sie an, sagen Sie, Yoda schickt Sie. Yoda schickt Sie? Kann ich hier abhauen? Wo muss ich denn jetzt hin? Nach unten? Ah ne, ich komme ja nicht nach unten. Wie mache ich denn das jetzt? Kann ich in den Geheimgang? Problem ist, da komme ich nicht dran. Dr. Fred, sind Sie in Ordnung? Bring mich hier raus! Ich fühle mich, als würde ich mich verpuppen. Dr. Fred steht unter Zwang. Was mache ich mit den Dudes? Aber warte mal, die Bowlingkugel. Die sehen doch aus wie Bowlingpins. Da muss ich aber nochmal nach oben. Wo ist denn der Doc? Immer hauen Sie ab, wenn ich Sie fertig machen will. Aha! Oh oh. Oh oh. Nimm das! Nicht gut. Und das! Lauf, lauf, lauf! Mist! Komm schon. Vielleicht sollte ich den statischen Phrasendynamo rejustieren. Ich kann noch durchs Mauseloch. Los, komm. Ja, aber da passe ich durch. Perfekt. Kann ich die mitnehmen? Die liegt zu weit oben. Jetzt kann ich sie mitnehmen. Okay. Hey! Wo ist der hin? Ich habe keine Ahnung, wo der hin ist. Wahrscheinlich nach unten, ne? Gehen wir nach unten. Jetzt Bowlingkugel habe ich. Okay, Bowlingkugel mit Tentakeln. Ist sogar eine Bowlingbahn dran, ich krieg einen Nick. Großartig, jetzt können wir die Maschine ausschalten und diesen ganzen Tentakelquatsch verhindern. Ich bin froh, dass das endlich vorbei ist. Yep, lasst uns hier abhauen. Wollt ihr schon gehen? Wir hatten noch keine Gelegenheit, uns kennenzulernen. Eure Anstrengungen sind so lächerlich. Ha! Oh oh. Haut ruhig ab, ihr kriechenden Insekten. Meine Schergen übernehmen die Welt, während wir hier reden. Dr. Fred, sind Sie in Ordnung? Holt mich hier raus. Ich fühle mich, als wäre ich verpuppt. Ihr könnt mich nicht aufhalten. Kann ich das mitnehmen? Dr. Fred steht unter Zwang. Ich habe nichts dabei. Ich würde gerne hier Dingens... Dr. Fred, sind Sie in Ordnung? Holt mich hier raus! Ich fühle mich, als wäre ich verpuppt! Den Hebel benutzen. Ich muss... Es funktioniert so noch nicht. Ihr Menschlinge seid so kurzsichtig! Ha! Ich würde gerne den Reflektor nutzen da. Mach das wieder an. Kann ich gehen? Haut ruhig ab, ihr kriechenden Insekten. Die menschliche Rasse ist dem Tode geweiht. Kann ich abhauen? Wir kümmern uns besser erst um Purpur-Tentakel. Okay. Er sieht ein bisschen wie der Weihnachtsmann aus, aber nicht so nett. Das wäre wohl keine gute Idee. Was hast du gegen die Menschen? Also, was hast du gegen die Menschen?
Menschen sind unsere Unterdrücker. Wir mussten in diesem schrecklichen Motel leben. Sie erschufen uns in einer Form, in der wir immer unterlegen sind. Versucht mal mit zusammengebundenen Beinen zu gehen, wenn ihr Klebstoff an den Füßen habt. Das verstehe ich. Aber Menschen haben die Matschmaschine erfunden, die euch super intelligent gemacht haben. Aber Menschen haben die Matschmaschine erfunden, die euch super intelligent gemacht hat. Blödsinn! Ich erfand sie und schickte sie durch die Zeit. Ich wusste, dass Fritz Ego sie für sich beanspruchen würde. Ist das gut für ein Paradoxon? Wer, Fred? Aber es gibt doch nur einen. Richtig. Jetzt wisst ihr, warum ich Menschen hasse. Lass uns über den Hass der Menschen gegenüber reden. Lass uns über deinen Hass den Menschen gegenüber reden. Was gibt es noch zu reden? Ich werde euch sowieso zerquetschen. Ja? Ihr würdet es nicht verstehen. Du bist ganz schön geschickt mit dem Ding. Immer genau ins Schwarze. Kleine Demonstration, gefällig? Ich wette, du kannst nicht mal, nicht mal deinen Kopf... Ich wette, du kannst nicht mal deinen Kopf treffen. Netter Versuch. Bist du wirklich aus der Zukunft? Wer sollte sonst so genial sein und den Miniaturisierer erfinden? Erinnerst du dich an etwas, was noch nicht passiert ist? Du bist mehr oder weniger intelligent als der Purpur-Tentakel aus unserer Zeit. Wie kannst du Haare ohne Schuppen haben? Bist du mehr oder weniger intelligent als der Purpur-Tentakel aus unserer Zeit? Genauso intelligent. Aber ich hatte 200 Jahre, um über alles nachzudenken. Okay. Bist du sicher, dass du eine Zukunftsversion von Purpur-Tentakel bist? Ich sagte doch, ich war es. Wie kannst du Haare ohne Schuppen haben? Es war nicht leicht. Aber das Geheimnis machte mich sehr reich. Okay. Lass uns über deinen Hass den Menschen gegenüber reden. Was gibt es noch zu reden? Ich werde euch sowieso zerquetschen. Hört sich an, als hast du Dr. Fred. Ich glaube, da hast du recht. Ich hasse nicht alle Menschen, sondern nur Dr. Fred. Okay. Warum selbst du nicht mal zur Abwechslung Dr. Fred? Warum selbst du zur Abwechslung nicht einfach mal Fred? Vielleicht macht das ja Spaß. Mist! Können wir das ausdiskutieren? Rede. Sicher. Wartet! Ihr habt nicht alles gehört. Ich komme zurück und das nächste Mal werden die Welt und alle ihre Einwohner mir gehören. Alles mir! Alles mir! Okay, kleiner Freund, schick das nach Sibirien. Jetzt kommen da Blumen und Schmetterlinge raus. Ne, beziehungsweise Schmetterlinge. Unsere Arbeit ist getan. Jetzt können wir nach Hause. Epilog? Tja, Kinder. Das war spaßiger als ein Anzug voller Wiesel. Jetzt seht aber zu, dass ihr aus meinem Haus kommt. Bitte, Dr. Fred, Sie müssen uns zurückverwandeln. Wir sehen schrecklich aus und wir können keine Kleider von der Stange kaufen. Ich habe mich schon dran gewöhnt. Vielleicht können wir durch Talkshows ziehen. Helfen Sie uns, Dr. Edison. Sie sind unsere einzige Hoffnung. Oh, schon okay. Pack jetzt nicht die Säge aus. Es sieht so aus, als ob ihr nicht ganz die Attraktion seid, für die ihr euch haltet. Ihr seid nur drei absolute Dummköpfe in einem großen Pullover. Peinlich.
Puh, bin ich froh, dass das erledigt ist. Sieht so aus, als wäre wieder alles in Ordnung. Da heißt sie wieder die Tentakelflagge. Das Ende. Ich hab's doch irgendwie geschafft. Es hat nur ewig gedauert, aber Wahnsinn. Das sind die ganzen Stimmen. Die waren echt super, muss ich sagen. Das war was. Oh Mann, schon lange her. Ich hab mich hier mal wieder durchgewurschtelt, aber ich glaube, ich habe das Gefühl, ich habe mich irgendwie schlechter angestellt als damals, als ich es gespielt habe. Naja. Es hat trotzdem Spaß gemacht, war ein tolles Spiel. Das Remake fand ich echt gut, muss ich zugeben. Zwischendurch gut, dass mit den, ich weiß nicht, ob das damals auch schon war, mit den Lippenbewegungen, dass die noch kommen oder gehen, wenn der Charakter noch spricht oder dann gerade nicht spricht. Das war ein bisschen komisch, muss ich zugeben. Ansonsten war es echt gut, sieht super aus, das Spiel. Die Stimmen waren auch die Originalstimmen. War ein tolles Flair. Also danke an die Entwickler, beziehungsweise die Publisher, die das noch geremaked haben und alle, die daran gearbeitet haben. Hat echt Spaß gemacht, muss ich zugeben, auch wenn es jetzt ein bisschen länger gedauert hat als beim letzten Mal. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Und ja, mal sehen, vielleicht spiele ich nochmal einen anderen Klassiker, den einen oder anderen. Ich habe ja noch einige gesehen, sozusagen. Es gibt ja noch Grim Fandango und Full Throttle. Wobei ich zugeben muss, die beiden Spiele habe ich, glaube ich, nie gespielt. Ich glaube, Full Throttle habe ich mal angefangen zu spielen, aber ich glaube, nie durchgespielt. Und Grim Fandango habe ich, glaube ich, tatsächlich gar nicht gespielt. Das wäre richtig Neuland für mich. So ein bisschen so wie hier, nur dass ich dann da absolut gar keinen Plan mehr habe. Oder gar keinen Plan habe. Das könnte heiter werden. Aber wenn ihr daran Spaß hattet, wäre es natürlich schön, wenn ihr beim anderen Point-and-Click-Adventure oder sowas oder bei einem anderen Nibble-Spiel oder Adventure mal reinguckt bei mir. Hat mir sehr gefallen. Also danke nochmal fürs Zuschauen und wir sehen uns hoffentlich nochmal woanders wieder. Also macht's gut, bis dahin. Ciao.